Ladies and Gentlemen, grüß euch, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Wir haben fast nur Bayern-Spieler. Guck mal, wir haben Lahm, Hummels, wir haben Boateng, wir haben Alaba, wir haben Thiago, Vidal und wir haben Costa und Robben. Fast nur Bayern-Spieler. Dann haben wir noch einen von Dortmund und einen von Leverkusen. Verdient die Lauge. Heftig, ne? Und auf der Bank ist auch nur Bayern, Leverkusen und Dortmund. Krass. Naja, es sind halt die besten deutschen Mannschaften. Ne? Also Leverkusen jetzt momentan nicht unbedingt, aber so übergreifend gesehen, sage ich mal. Herzlich willkommen zurück, habe ich das schon gesagt, zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Wir jagen immer noch dem Sieg hinterher. Ja, und so mehr ich über die Food Champions nachdenke, desto weniger schaffen wir. Desto weniger gewinnen wir Spiele und ja. Also wie, weiß ich nicht, typisch, nervig, scheiße. Aber ich möchte es trotzdem irgendwann gerne mal probieren. Mit der Weekend League. Wobei, ist Weekend League und Food Champions, sind das zwei unterschiedliche Dinge? Das weiß ich nämlich nicht so wirklich. Da bin ich mir noch nicht so sicher irgendwie. Ob das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, sozusagen. Das weiß ich nicht. Da haben wir sein Team. Was ist das? Für eine Liga? Serie A? Jo, Serie A ist es. Spieler von Lazio kenne ich alle nicht. Okay, doch, den RF kenne ich. Den hat man in der Karriere, wollten wir uns den mal holen. Oder haben wir uns den sogar geholt bei Southampton. Aber sonst gut. Wojciech Szczęsny kenne ich noch. Wahrscheinlich kenne ich so von den Namen her, kenne ich sie wahrscheinlich so halbwegs. Aber so vom Bild jetzt muss ich sagen, keine Ahnung. Es wird total unbekannt. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, Serie A bin ich jetzt irgendwie nicht so drin. Quagliarella, natürlich, den kenne ich. Balde Diao kenne ich nicht. Maggio, na, den kennt man auch. Iturbe, genau, so hieß er. Batz, sehr gut. Endlich mal einer, der genauso viel Pech hat wie wir immer. Warte mal. Ja. Immer eine Abschlussaktion, ne? Die Trikots sind ein bisschen ungeil, muss ich sagen. Aber was soll es? Stark von Philipp. Von Philipp, ne? Vom Lahm. Komm, Robben. Gib Stoff. Paul. Ich weiß, also beim Gegner wird sowas immer abgepfiffen. Für den Gegner. Bei mir nie. Ich krieg dort nie gepfiffen. Weiß auch nicht. Wenn sich da einer in den Weg stellt oder so, wir aus dem Tritt kommen, der pfeift das nicht. Hat er gar keinen Bock drauf, sagt er. Zack. Zack. Scheiße. Oh, stark, stark. Robben, gut. Und dann verliert er schon wieder den Ball. Wie letzte Folge, Alter. Oh, schön gespielt. Tor. Oh, come on. Ist doch unfassbar, ne? Ja, gut, da kann Fährmann nicht viel machen. Das sieht jetzt zwar in der Situation unglücklich aus, aber... Da kann Fährmann nicht viel machen, ne? Es läuft einfach nicht. Merkt ihr auch, ne? Es ist einfach irgendwie... Es läuft nicht. Das ist es. Der Gegner kriegt es einfach besser hin, seine Spieler quasi über den Platz zu bringen und bei uns hinten in der Abwehr Löcher zu reißen. Und wir kriegen vorne einfach nichts gebacken. Das war ordentlich. Hat doch mal gut hingelangt, der Kollege. So, Costa. Ja, warte mal. Ja! Ja! Und so beginnt es mit Pierre-Emerick. Oh, naja, das war super. Mal eine schöne Flanke aus dem Halbfeld rein, Richtung Tor gezogen und dann BAM, Alter. Das ist ein Goldbetter. Schön. Gut gesehen auch von Costa. Schön, schön. Zwei Spieler, die in der letzten Zeit nicht so viel gespielt haben. Ne? Costa hat ja nie gespielt, weil Reus da war und ne, Aubameyang haben wir ja erst gekauft. Aber gut, schön, freut mich. Jetzt haben wir wieder so einen Kollegen, der mal Pause macht, oder was? Ich hoffe es nicht. Komm.
Hat wahrscheinlich eine Umstellung gerade durchgeführt. Soll er mal machen. Stark von Kampel. Schöner Ball. Kampel. Ah, das sieht doch jetzt nach Fußball mal aus. Natürlich nicht. Aber auch nicht erwartet, dass das pfeift, Jiri. Ey. Also bitte. Nein. Ach, Pimmel. Haben wir. Da ist abseits. Abseits, abseits, abseits. Oder? Doch nicht. Warte mal. Oh. War doch kein Abseits. Krass. Stark. Ui. Schön von Vidal. Ah, der war der letzte Pass. Oh. Alter. Ah, der letzte Pass war dumm. Das war ein dummer Pass. Ärgert mich. Warte mal. Oh. Aubameyang. Und Costa. Einfach den Mitspieler mitgenommen. Scheiß doch da unten drauf. Und Vidal und einmal zurück zum Torwart und Safety First. Wir gucken da oben. Costa, der kommt. Das ist gar nicht Costa. Doch, ist Costa. Nee, das war Alaba. Krass, wo war denn Costa? Komm schon. Zack, wieder Kampel. Der Kampel gewinnt da die Bälle im Mittelfeld. Das ist Wahnsinn. Robben macht das stark. Optimistisch. Sehr optimistisch. Opti-Flopti, Alter. Opti-Flopti, was ist denn los? Schön. Ach, Kacke. Ach, ich hab den Spieler nicht gesehen. Shit. Warte mal, da kommen wir hinterher mit Alaba. Gar kein Problem. Ah! Ne. Stark und Fermer. Zack, weiter auf Costa direkt. Instant. Aber das gibt's doch gar nicht. Seine Spieler machen das gut mit diesem Verschieben, ne? Das machen die echt gut mit dem. Einfach in den Laufweg quasi, in den Passweg laufen. Das kriegen die gut hin. Costa, komm! Zieh mal durch da! Ja! Ja, ja, ja! Warte! Der ist nur am Trikot ziehen gewesen! Die ganze Zeit! Wie wär's mit Gelb, Kollege? Warte mal. Kannst du das ausprobieren? Ah, okay. Klappt ja gut. Scheiße. Okay, warte mal. Dann müssen wir mit Boateng hin. Ah, ist alles halb so wild. Kriegen wir. Zack. Einfach ran da. Schön ablaufen. Fast perfekt. Fast perfekt. So, jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Aubameyang, komm! Ich verstehe das nicht, warum die Spieler manchmal in der Ballannahme quasi langsamer werden. Also vor allem so ein Costa, dem traue ich doch eigentlich zu. Foul. Dass er das easy peasy hinkriegt. Warte mal, Kampel, Drehung, Schuss. Nein. Schade. Schade, schade, Schokolade. Robin macht das klasse. Ist eigentlich vorbei, kommt dann aber doch nicht vorbei. Mysteriös. Aber bis jetzt sieht das hier ganz gut aus. So, boah, hier, Aubameyang, komm. Zack, Maximovic. Das scheint ein King zu sein. Ist der nächste Abwehr-Superstar, oder wie? Vidal. Ah, guter Schuss. Sehr, sehr guter Schuss. Am Ende des Tages aber leider without any Erfolg gekrönt. Schön. Oh. Wäre sogar fast noch gefährlicher geworden gerade, diese Abwehraktion. Muriel. War der vorhin auch schon drin? Weiß ich gar nicht. Noch mal Philipp Lahm. Ja, komm. Also bitte. Kampel. Foul. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Wieso pfeifst du das denn nie, Alter? Nie pfeift der bei uns da vorne was. Das gibt's gar nicht. Flanke nochmal, 45. Hm. Oh mein Gott. Ah. Ich dachte schon. Ich dachte schon, der kommt jetzt immer gefährlich vors Tor, aber nein, tut er nicht. 1:0. 1:1 steht's. Klar, 1:1. Wir haben mehr Torschüsse, wir haben, glaube ich, mehr Ballbesitz gerade gehabt. Ich weiß es gerade gar nicht. Was uns fehlt, ist das Führungstor. Und das, oh, das war ein unheimlich dummer Ballverlust gerade.
das Führungstor und vielleicht auch mal so ein bisschen Pep da vorne drin, ne? Das ist... Das spielt sich alles so statisch irgendwie so... Ganz langsam irgendwie, ich weiß nicht, ganz komisch. Ein bisschen Kreativität, wie jetzt oder Matthäus sagen würde, so jetzt. Nein! Warum ist so draußen einfach, ne? Das ist unfassbar. Letztes Spiel schon komplett abgemeldet. Für den geht gar nichts zusammen. Was ist denn das? Oh nein. Oh, komm. Leck mich. Da pfeift er sofort ab! Sofort wird er abgepfiffen. Unfassbar. Kann doch nicht sein, Alter. So. Oh, ja, das war gut gemacht. Ja. Ja, das war gut gemacht. Mann! Die Körpertäuschung war nice. Mann. Ich muss Robben jetzt gleich mal rausholen. Da über rechts, da geht gar nichts, Alter. Der ist so abgemeldet einfach. Hier, jetzt guck mal, der grätscht, der einfach daneben. Da wird einfach daneben gehauen, obwohl da eigentlich offensichtlich ist, wo der Spieler lang geht. Warum kann ich Färber nicht steuern, WTF? Dann grätscht er einfach lieber daneben. Was ist, ich muss den jetzt gleich mal rausholen. Weil ich so diesen scheiß Angriff hier abwenden gerade. So. Vielleicht lassen wir einfach mal Reus über rechts kommen. Ich meine, mitten im Spiel ist es ja egal, wo man die Spieler eigentlich hinstellt. Ne, vielleicht lassen wir einfach mal Reus von der Seite kommen. Einfach mal ausprobieren. Ansonsten müssen wir Reus halt immer auf die Position einwechseln. Gleich am Anfang vom Spiel quasi, weil dann ist es nämlich egal, wo die Spieler stehen. So, jetzt komm. Na, hinter da, du musst jetzt nicht hier, ne? Komm. Auf jedes, Kollege. Wechsel ist natürlich noch nicht durchgeführt, dadurch, dass der Ball noch nicht im Aus war. Aber natürlich passiert das dann gleich. Jetzt haben wir mal einen Ballgewinn an auf seiner Seite. Das ist Costa. Ja, schön. Und Maximovic schafft es wieder. Irgendwie. Tor. Nice. Aubameyang schon wieder. Schön. Und Maximovic hat es schon wieder geschafft, in so einer Situation, wo wir eigentlich handlungsschnell an ihm vorbeigehen, doch irgendwie den Körper dazwischen zu kriegen. Ich weiß nicht, wie der Junge das macht. Das ist Wahnsinn. Aber Aubameyang mit Doppelpack. Schön. Das ist die beste Nachricht des Tages bis hierhin. Der Kerl ist scheinbar angekommen. Ein Spielchen hat er gebraucht. Nice. Und wieder Kampe. Foul. Jetzt gib dem Jungen endlich mal gelb. Ja. Schön. So, pass auf. Den hauen wir jetzt hier vorne hin. Und da kommt's. Lahm! Warte mal. Hä, was war das? Reus. Ja. Okay. Der erklärt das natürlich, ne? Bam, hau einfach mal dazwischen. Hau ihn doch einfach mal um. Ne. Dann bin ich jetzt aber ein bisschen Risiko gegangen, hab ihn laufen lassen. War wichtig. Das ist schon wieder ein Foul. Dem Schiris, Alter, dem Schiris. Stark vom Boateng. An dem können sich die komplette Mannschaft mal ein Beispiel nehmen, Boateng. Der ist zu 90% immer 100 pro am Manne. Der Kerl ist der Hammer. Auch zweikampftechnisch. Einfach eine Wucht. Warum kommt der Torwart da raus? Erzähl mir bitte, warum. So, Reus, komm. Spiel ihn doch direkt. Bitte. Genau das meine ich mit statisch, weißt du? Das ist einfach nur dumm. Was jetzt? Achso, für ihn. Okay, Carlos Sanchez. Carlos.
Er hat also kein Auto. Er ist ja auch so alt, ne? Oder er ist sein Car los. Weißt du, sein Auto. Er ist einfach sein Auto los. Wieder ein Fehlpass im Aufbauspiel. Das kommt sehr gut in unserer aktuellen Situation. Warum steht denn da in der Mitte nie jemand? Warum steht in der Mitte nicht Vidal, so wie sie es gehört? Nein, Mann! Warum steht er da nicht? Defensiver Mittelfeldspieler. Ich habe diesen Kacktrainer angemacht. Ja. Natürlich. Ja, 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 ja. Und der rennt mir jetzt natürlich auch davon, weil er ein richtig geiler Dude ist. Er ist nicht weit genug. Mann, Alter, ich krieg schon wieder Plackkrieg da. So zum Kotzen. Mann! Fuck mich das ab. Komm, wir müssen rangehen. Und wir haben zweimal ausgeglichen. Ich hab nichts gedrückt. Warum? Nee, egal. Jo, ist das dein Ernst? Ich glaube, Aubameyang ist eingeschlafen. Da vorne. Nein, nein, ah, oh, schade. Oh, boah, hängt da vorne. Da kann ja noch was werden, ne? Komm, lahm. Ja, 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 ja. Hier, fuck off, Alter. Fuck off, dieses Spiel, Alter. Sag das ganz ehrlich, wenn wir absteigen sollten, mache ich, glaube ich, erstmal eine längere Pause von Ultimate Team. Dann machen wir vielleicht The Journey oder sowas weiter. Aber dann hackt mir das Spiel einfach so ein bisschen zum Hals raus, muss ich sagen. Ganz ehrlich, es ist... es ist einfach nur... bescheuert. Es ist bescheuert. Einfach nur. Ernsthaft. Guck mal, wie easy der an mir vorbeiläuft. Ich weiß, es gibt wieder Experten in den Kommentaren, die alles wissen. Ich weiß, es gibt wieder Experten in den Kommentaren, die die absoluten FIFA-Götter sind. Ja? Trotzdem. Nee. Wir haben über mehrere Folgen hinweg einfach so eine krasse Serie gehabt. Sind aufgestiegen, 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 haben gewonnen, haben Spiele gewonnen, die man eigentlich sonst nicht gewinnt. Waren dominant, haben super gespielt. Und der Gegner hat dauernd Pech gehabt. Jetzt sind wir diejenigen, die dauernd Pech haben. Das hat meiner Meinung nach absolut nichts mit Realismus zu tun. Also das habe ich schon oft genug gesagt. Das sage ich auch nicht nur, weil ich jetzt verliere, ja, sondern auch, wenn ich gewinne, habe ich das gesagt. Das hat einfach nichts mit Realismus zu tun. Ist einfach so. Es geht in FIFA nicht mehr um Skill. Es ist einfach so. Sage ich ganz offen, ganz ehrlich. Ist mir auch scheißegal, was die ganzen Experten dazu sagen. Ist einfach so. Accepted. Wie gesagt, wenn wir absteigen sollten, mache ich einfach mal eine Pause bei Ultimate Team. Das hatten wir bei FIFA 16 auch gehabt. Da lief es auch nicht, dann haben wir eine Pause gemacht, danach lief es wieder ganz gut. Vielleicht ist es hier auch einfach mal an der Zeit, dann eine Pause zu machen. Noch sind wir natürlich nicht abgestiegen, aber sollte es der Fall sein, machen wir ein Päuschen. So, Pause machen wir jetzt übrigens auch. Die Folge ist nämlich vorbei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.